Also du merkst auch, dass du aus allen drei Dimensionen diese Raumbilder anders lesen könntest, weil sie ergeben keinen Sinn. Aber das ist das Einzige, was sie wirklich, was ist wirklich ein Begriff dafür? Raumbilder. Als ob irgendjemand gemalt hätte. Teilst du mir das mit Ja, oder teilst du uns das mit? natürlich. Das ist ja ganz merkwürdig, wenn man hier so lang läuft. Das sieht aus, als wären das Bildnisse im Raum, als jemand fast mit einem Pinsel Steine gemalt. Ist hoch ästhetisch. Ah, oh, schön, das gefällt mir gut. So hat ein guter Künstler das hier gemacht. Aber was steht dort? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht lesen. Lass mich einmal schauen. Ich probiere mal einen Xenographus. Der klappt, weiß ich nicht. Ich lasse mir für Zeit. Such gerade die Formel. Xenographus Schriftenkunde. Gelöst das Rätsel aus meinem Munde. Zehn Sternchen. Sag mir mal bitte, was der kostet und Ja, ich welche Schriften er identifiziert. guck Also. hier, steht auf Seite 289, Kosten 5 ASP für geänderte Warnung plus 1 ASP pro 10 Kampfrunden. Die Wirkung, entfremdet fremde oder alte Schriftzeichen. Ich verstehe sozusagen den Sinn dahinter, aber ich ist sozusagen keine Übersetzungshilfe, ist keine wortwörtliche Übersetzung, sondern ich verstehe mehr den Sinn hinter diesen Worten, die da eingemeißelt stehen oder geschrieben Ja, sind. also ist es tatsächlich genau das. Du siehst nicht nur, dass das Uta-Sternbild ist, sondern es ist auch auf den Boden geschrieben. Das ist ein Tor in die Hallen einer anderen Sphäre, und zwar von der dritten in die vierte. Hier unter uns? Hier in diesem Kreis, in dieser Kaverne? Oder wie muss ich verstehen? Das ist ein Tor. Du verstehst sie nicht, sondern du liest jetzt einfach nur, was da steht. Genau. Oh. Also, du weißt nicht, was das bedeutet, aber das steht da. Also, du siehst nichts von Boron, aber du siehst eben was von Sphären. Aber mir. Wenn ich diese Schrift richtig verstehe, befinden wir uns auf einer Art Tor von der dritten in die vierte Sphäre, von derer ins Reich Borons. Das ist. Und über uns ist ein Boronanger. Ja, so latschen die Seelen vom Boronanger durch dieses Tor in Boronsphäre. Okay, macht Sinn. Moment, 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 Moment. In die vierte Sphäre. Ja, Nicht, dass nicht sie. die fünfte. Nein, nein, das ist mir schon klar. Aber das bedeutet nicht, dass sie automatisch Boron kommen müssen, oder? Nun, die landen erstmal natürlich Gibt ja auch noch das Nirgendwo in der Vorhalle zu Borons Reich. in der vierten Sphäre und. Ja, aber das ist doch ein Abbild von dem Sternbild von Boron. Warum soll die denn dann woanders landen? Das macht doch keinen Sinn. Nun ja, in dieser Vorhalle sortiert Boron aus. Die Seinen ruft er zu sich und die übrigen Götter suchen sich ebenfalls ihre Anhänger aus. Die übrig bleiben, nun ja, ihr wisst schon, was die Dämonenmühle ist, beziehungsweise die Qualen der ewigen Verdammnis. Moment, aber ich dachte, Borons Hallen sind erstmal per se für alle. Und die Boron besonders mag, nimmt er mit in sein Paradies und die anderen Das Götter sagte ich auch. gerade. Ja, aber Die alle Götter, anderen bleiben doch in Borons Halle. nein, wir bleiben in der Vorhalle. Ja, Halle oder Vorhalle ist doch egal. Nur, sie bleiben dort für ewig. Sie ziehen nicht in die Paradiese ein. Ja, aber. Ziehen auch nicht in die Seelenmühle ein. Das klang gerade so, Wir dass finden alle die. keine Erlösung. Und manchmal holen sich die Dämonen.
Oder sie kehren zurück. Und was mit den anderen toten Göttern? Welche anderen? Was für andere? Naja, die Orks haben ja auch ihre toten Götter und von einem Elfen habe ich mal gehört. Ihr werdet doch nicht diesen Aberglauben verfallen. Nein, aber... Oh Götter, also wirklich... Ja, ich meine euch. Ja, aber wo landen die dann? Also die toten Orks und die toten Elfen? Ja, die werden wohl auch dort auf Rheton landen und dann wird eben Rheton entscheiden, ja, die sind nicht 12 Götter gläubig, die können natürlich nicht weitergehen und dann müssen die ewig dort bleiben. Denke ich auch, so wird's laufen. 12 Götter sind die einzig wahren Götter. Ganz egal, was die da für Götzen anbeten, da oben im Norden. Aber ihr versteht doch was, wir stehen auf einer Pforte in die vierte Sphäre. Ja, das ist sehr beachtlich. Vielleicht wollten sie diese Sphäre aktivieren, dieses Tor. Ja, aber haben sie doch nicht. Vielleicht brauchen sie etwas dazu. Kaiserblut oder so etwas. Ja, aber ist das jetzt nicht wieder so ein Fall von... Stellen einfach 15 Gorgariten vor und tun so, als hätten wir nie davon gehört. Nun ja, ich denke schon nicht, dass man einfach hier mit herumexperimentieren sollte, gerade mit Limbus-Magie. Andererseits, wenn wir diese Pforte umleiten könnten. Aber ich dachte, die Pforte ist dafür, dass die Seelen, die da oben liegen, im Boronanger, durch die Pforte schreiten, zu Boron kommen. Warum sollten wir die umleiten? Ja, natürlich, das ist eine sehr dumme Idee. Nein, ich meinte eigentlich nur, weil wir ja auch noch diese Globule vernichten möchten. Ja. Also würde ich sagen, ist das wieder so ein Fall von, wir lassen es einfach in Ruhe, weil dann ist es besser? Ja, prinzipiell ist das, glaube ich, eine gute Idee. Ich kann ja zur Not noch eine Wand aus Erz hier einziehen, sodass niemand mehr reinkommt. Ich denke auch, dass niemand mit Sphärenmagie einfach so sich beschäftigen sollte, ohne die entsprechende Ausbildung zu haben. Ich denke, das sollten wir den Golgariten überlassen. Die werden sich darum kümmern. Gibt es eine Ausbildung zum Sphärenmagier? Nein, direkt nicht. Es gibt aber natürlich verschiedene Individuen, die sich auf Sphärologie spezialisiert haben. Ich glaube, am Arkan-Institut der Analysen zu Kuslik gibt es solche Leute. Dann sollten wir denen vielleicht einen Brief schreiben, wenn sie schon Spezialisten sind. Aber wieso, was sollen die denn in Borons Sphäre? Da haben die gar nichts zu suchen. Nein, sie gehen ja auch nicht hinein, aber es ist natürlich ein interessantes Forschungsobjekt. Aber es liegt unter einem Boron-Tempel und dementsprechend wird die Boron-Kirche entscheiden, was damit zu tun ist. Also ja, idealerweise, natürlich zusammen mit der Weißen Gilde als magische Autorität. Richtig, aber erstmal wird die Boron-Kirche entscheiden. Wieso die Weiße Gilde? Aber mir dieses Gespräch führen wir bitte nicht jetzt. Die Boron-Kirche wird entscheiden, wer hier Zugang erhält und wer nicht. So wird's laufen, oder nicht? Da kann ich mich mit anfreunden. Ich denke, bei den Boronis ist es in guten Händen. Sobald erst einmal wieder das Gräberfeld gesegnet wurde und hier Ruhe eingekehrt ist. Also mir ist nur wichtig, dass dieses Tor, was auch immer, nicht genutzt wird, um dem Land hier zu schaden. Ich bin mir ziemlich sicher, die Boronis werden hier ein paar Golgariten hinstellen und hier niemanden reinlassen, bei dem sie nicht absolut sicher sind, dass er keinen Schundluder damit treibt. Und ich kann euch versichern, die Boronis sind ein sehr schwer zu überzeugender Haufen davon, dass man nicht Schundluder treiben möchte. Oder so jemand wie Isarun kann hier bestimmt auch rumlaufen, weil Weiße Gilde und Pfeil des Lichts und Tadaradatsch. Ja, jedenfalls ist es nichts, mit dem wir herumspielen sollten. Das auf keinen Fall. Das auf keinen Fall. Aber diese Schrift ist wirklich interessant. Ich hatte das noch nie gesehen. Sieht fast aus, als... Ist wie ein... Puzzle. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist einfach fantastisch, dass eine so
so weit entwickelte Kultur auf so eine Art und Weise schreibt, nicht wahr? Mit Steinen, mit Erz. Es ist Poesie geworden, also Poesie gewordener Stein, will man fast sagen. Ha! Ingerim ist mit Sicherheit begeistert. Faszinierend. Das muss ich meinen anderen Geodenfreunden unbedingt erzählen. Ha, die werden ganz neidisch sein. Ja, solange hier nicht ein Geodenversammlungs- oder Wallfahrtsort daraus wird, soll mir das recht sein. Na, das weiß ich nicht, das kann ich, glaube ich, nicht versprechen. Wenn ein anderer. Ich bin mir sicher, die Golgariten werden euch schnell wieder austreiben. Ach, da gehen wir einmal schwupps, die Wupps rein. Wir Geoden, wir machen ja nichts Böses, also außer den Eisgeoden. Das sind komische. Wir fangen jetzt gar nicht von den Eisgeoden an. Ja, ich glaube, Boltax, vielleicht behaltet ihr das ein bisschen für euch und denkt da erst einmal so vielleicht 100 Jahre lang drüber nach, ob ihr wirklich davon erzählen wollt. Aber wenn es ein Erzheiligtum ist, dann. Ja, das will gut überlegt sein, nicht wahr? Ah ja. Bevor es noch die Eisgeoden in Erfahrung bringen, das wäre natürlich schlecht. Das wäre bestimmt schlecht, wer auch immer diese Eisgeoden sind. Oh, finstere Gesellen. Die wollt ihr nicht treffen, die. Ich treffe in letzter Zeit ständig finstere Gesellen, wenn euch das noch nicht aufgefallen ist. Kein Vergleich zu denen. Also, nicht, dass ich Zweifel an eure Aussage anmelden möchte, aber erinnert ihr euch noch an diese riesige, fliegende Festung? Nein. Habt ihr das verpasst? Ja, das war kurz vor seiner Ankunft in Gareth. Da habt ihr was verpasst. Böser Dämonenmagier. Ich glaube nicht, dass eure Eisgeoden mithalten können. Ja, also man sagt, es gibt einige, die können Magie, die es so kalt macht, dass selbst die Zeit langsamer gerinnt. Da sollte man nicht reingeraten. Gut, ich werde sicher gehen, dass, falls ich einen Eisgeoden sehe, ihn sofort erschlage. Boah, woran erkennt man denn einen Eisgeoden? Sie sind sehr unterkühlt. Ich würde fast sagen frostig. Also sollte ich jeden Zwerg mit kühler Haut erschlagen? Nein. Ein Eisgeode ist nicht so lebenslustig, nicht so lebensbejahend wie die anderen Geoden. Also ein Krummelgeode. Ja, nicht unbedingt grummelig. Ich würde eher sagen lebensverachtend. Ihr müsst wissen, in der elementaren Hexalogie steht das Eis ja auch stellvertretend als Gegenelement des Humuses, der ja für das Leben steht, für den Stillstand, für den Tod. Tod, Tod, Tod und Tod und Tod und Tod. Tod. Ich glaube, wir gehen mal hier raus. Ich glaube auch. So eine gute Idee. Ich fühle mich so lebendig. Beobachtet trifft es eher. Ich mag es nicht, dass ich meine Magie nicht anwenden kann. Irgendwas absorbiert die hier. Ich weiß nicht. Irgendwie scheint die Höhle meine Worte dramatischer darzugestalten. Ja, vielleicht war es einmal so eine Theaterhalle oder so etwas. Mit einer Pforte dazu. Wir wollten gehen, nicht wahr? Wir wollten gehen. Ich denke auch. Gut. Schade, tschüss, Höhle. Bis bald. Habt ihr euch wirklich von der Höhle verabschiedet? Boltax ist sich sicher, er wird wiederkommen. Ja. Die Oden sind seltsam, stellt keine Fragen. Ihr wolltet eine Wand errichten. Ja, das kann ich morgen oder übermorgen machen, wenn ich ein bisschen mehr Kraft getankt habe. Nun gut. Dann sollten wir oben der Golgaritin Bescheid sagen. Dieser Golgaritin Bescheid sagen, genau. Richtig, die scheint mir eine kompetente Frau. Ja, ihr könnt auf alle Fälle wieder nach oben klettern und aber du bist ja nicht ganz sicher, ob Boltax nicht genug Kraft hat, aber vielleicht will er sie auch noch gar nicht verschließen. Ja, dann steht ihr wieder oben vor der Golgarite Maboria, die auch in der Nacht nicht wirklich geschlafen hat. Golgariten brauchen keinen Schlaf und zumindest behauptet man das, der Volksmund. Hat auf alle Fälle viel aufgeräumt mit ihren Leuten, die ihr zur Verfügung gestellt worden ist. Und dann tritt sie noch einmal mit euch gemeinsam an das große Loch heran.
dort unten befindet sich ein Übergang, ein Tor, ein Sphärenübergang von der dritten in die vierte Sphäre. Sorgt dafür, dass niemand diese Höhle betritt. Niemand. Wortwörtlich oder eher metaphorisch? Was meint ihr damit? Sich dort unten ein Tor in die nächste Sphäre befindet oder nicht? Es ist ein Tor. Es ist noch geschlossen. Ich weiß nicht, was in den nächsten Tagen passieren wird, aber ich würde es vorziehen, wenn dort niemand heruntergeht. Danke für euren Bericht. Werde es, wenn ich wieder etwas kräftiger bin, dann auch verschließen. So ihr das wollt, überlasse ich euch. Ich werde mich in den Archivenrammel umsehen und in Erfahrung bringen, warum dieser Boron-Anker hier errichtet worden ist. Ich bin zwar selbst aus Romulus, aber dass ein solcher Ort mitten in der Stadt errichtet wird, ist schon merkwürdig. Gerade wenn es bereits einen etwas größeren gibt. Ich fürchte, dieser Boron-Anger war schon vor der Stadt hier. Diese Stadt wurde über dieses Tor gebaut. Was auch immer es war, das damals unsere Ahnen dazu verleiten ließ, diesen Boron-Anger hier zu errichten. Ich werde dafür sorgen, dass kein anderer dort hinunter gelangt und euch dann informieren. Die kann man verschlossen werden. Nach vormenschlicher Kultur. Aus der Zeit der Trolle. Sie verfällt lange in ein Schweigen. Will hier keine unnötigen Worte verlieren. Du merkst wohl, wie sie gerade mit sich selbst kämpft, ob sie Trolle als kulturschaffende Wesen akzeptiert oder ob sie es einfach nur so stehen lässt, ob die Widerworte es einfach nicht wert sind. Immerhin liegt dort wohl ein Tor, eine Pforte. Ich bin mir sicher, es ist gut bei euch aufgehoben. Euch wird klar, dass der Boron-Anger tatsächlich 1:1 über diese Höhle passt. Sie scheint dann nur noch zu nicken und wendet sich dann wieder an ein, zwei Almadana, die dann eine große Absperrung dann besorgen, damit dann niemand in das Loch gelangen kann. Okay, das Problem mit eurem Loch haben wir jetzt auch gelöst. Denn ist doch nicht Loch, es ist eine Höhle. Ist es ein Loch im Boden? Nein. Nennen wir es eine Kaverne. Ja, das ist auch richtig. Wie auch immer, mir auch fürchterlich egal, wie das heißt. Müssen wir uns sonst doch um irgendwas kümmern, bevor die dunklen Tage kommen? Die Globule? Ja, richtig. Ich würde vorschlagen, dass wir mit den Stadtoberen zusammenarbeiten, um alle möglichen Zugänge zu der Kanalisation zu kartografieren. Und diese dann abgehen bzw. abgehen lassen, um zu schauen, welche in die richtige Kanalisation führen und welche in die Globule. So können wir zumindest schon mal sichere Wege in die Kanalisation finden und unsichere und uns dann um die unsicheren kümmern bzw. durch diese eindringen und versuchen, das Ritual zu stoppen. Naja, wir haben auf jeden Fall schon Kenntnis von einem sicheren und einem unsicheren Weg. Das ist richtig, aber die Kanalisation wird ja über die ganze Stadt verlaufen. Ja, das können wir natürlich auch unmöglich alleine schaffen, jetzt jeden einzelnen Kanalisationseinstieg zu überprüfen. Aber das ist einfach wichtig, das muss gemacht werden. Und ich denke, wir sollten das jetzt direkt beim Hohen Paar und der Fürstin vorbringen, damit wir das noch vor Einbruch der namenlosen Tage erledigen können. Gesagt, getan. Ihr könnt dann wieder bei der Fürstin vorsprechen und auch ihrem Bruder Okurian, die euch dann beipflichten und allerlei hilfreiche Hände zur Verfügung stellen. Unter anderem dann auch die Leute aus Katzloch, die sich da besonders gut wohl auskennen, aus welchen Gründen auch immer. Und werdet dann dabei feststellen, über die nächsten 2 Tage verteilt, dass es keinerlei Eingänge mehr gibt, die ungewöhnlich sind.
Auch den Weg zu dem Schmugglernest werdet ihr wieder finden, der dann in Neuromelis liegt. Also die Kanalisation oder vor allem die Limbus-Portale sind verschwunden, die Kanäle wieder begehbar. Als ob nichts passiert wäre. Es stinkt natürlich nach unangenehmen Gerüchen. Es ist widerlich wie eh und je. Aber ja, vor allem, wenn ihr das dann machen lasst und dann darüber berichten lasst, werdet ihr keine Anomalien feststellen. Haben wir zwei Regenerationen für das? Selbstverständlich. Ich gehe mal davon aus, dass ihr in den nächsten Tagen bis zu den Namenlosen selbst wieder voll sein solltet, gerade mit einer guten Regeneration, mit Tee, also das sollte auf alle Fälle funktionieren. Ihr werdet auch in den nächsten Tagen in Draia die dapatischen Bräuche kennenlernen, die euch dann angedient werden, um die Schrecken der namenlosen Tage fernzuhalten. Was eben in Dapatien so Brauch ist. Das heißt, die Kinder, die ihr gerettet habt, werden dann in der gesamten Stadt umherlaufen, durch die Trümmer, durch die eingestürzten Gebäude oder eben auch durch die noch stehenden Gebäude und Wachsreste zusammensuchen, um dann Kerzen zu gießen. Kleine eigene Kerzen, die dann Heiligen ähnlich sehen oder ja, dem Schutz der 12 Götter andienen, dass die dann reingeschnitzt werden. Einige Kinder, die ihr dann auch noch kennt, also was heißt kennt, die Namen dann erfahren habt, die sich dann auch viel mit euch abgeben und bemühen, dann gemeinsam mit euch im Tempel herumsitzen, vielleicht noch ein paar Geschichten vorlesen lasst, ritzen dann auch Figuren von euch, also Kerzen, die sie dann beschützen sollen während den namenlosen Tagen. Cool, dann fertig. Schaffen die es bis dahin, meine Rüstung zu reparieren? Würfel mal zwei Trefferzonenwürfel. Zwei Trefferzonen. Dann ist der Kopf wieder da. Der Torso, hast du ein Glück. Die beiden wichtigen Sachen. Da kannst du da bei den beiden Sachen, kannst du dann den Rüstungsschutz wieder auf normal annehmen. Ja, ich lasse die da, bis die das alles repariert haben. Ich trage das nicht 30 Mal um, da werde ich ja wahnsinnig. Gut. Ja, wie gesagt, ihr bekommt dann Kerzen, nicht nur von den Göttern, sondern eben auch von euch. Das ist natürlich alles sehr provisorisch. Die Kinder, je nachdem wie alt sie sind, können das mehr oder minder gut. Aber es geht um alle Fälle dann um die Wertschätzung von euch selbst. Und Hauptsache steht dann drauf, dass das für Isaon ist oder für Ukurian, also Ukurian von Sorgan oder eben für Abelmir. Und dass ihr sie dann in den Tagen beschützt. Ja, ich würde gerne eine Kerze in Form eines, ja, also ich würde mir da auch 6 Stunden Zeit lassen und eine Kerze in Form eines Trolles, oder, ja, Trolles ist eine gute Idee, schnitzen, um eben dem, was wir begegnet sind, das Ganze zu verarbeiten. Ich würde das gerne als Ritual durchführen, nämlich die Gestalt aus Rauch und da 17 ASP reinfließen lassen. Und, wenn man es mal hat, ne? Ja, wenn ich schon jetzt mit Kerzen was mache, dann nutze ich das auch mal. Ja, dann kannst du gerne schon mal das Ritual würfeln und mich würde vor allem interessieren, was Gestalt aus Rauch kann. Ich lese es gleich mal vor. Also das ist auf jeden Fall geschafft. Ich ziehe mir die 17 gleich ab. Wenn die Kerze entzündet ist, so bildet sich aus dem Rauch ein Abbild des Geschöpfes von etwa RKP, Spanngröße. Dieses Geschöpf verfügt über die körperlichen Eigenschaften des Originals, nicht aber über Gift- oder Zauberfertigkeiten und ist allen Wünschen des Geoden unterworfen. Es hat die Eigenschaft Immunität gegen profane Angriffe und verursacht im Kampf stets die Hälfte der für Wesenheit üblichen Trefferpunkte. Wenn die Rauchgestalt kleiner ist als ihr natürliches Vorbild, fallen weitere Abzüge an. Ja, ein Zerstören der Kerze oder Auslöschen der Flamme lässt die Gestalt sofort verschwinden. Ich kann die Kerze jederzeit aus- und wieder anmachen, um das Tier bzw. die Wesenheit zu rufen oder ja. Dann will ich aber noch eine Sagen- und Legendenprobe haben, die dann gegen Trolle gerichtet ist. Ja. So relativ tiermäßig dargestellt, weil das also eher so wie dieser klassische Brückentroll, nicht so wie
Oh, keine Ahnung. Sagen ja, ja, okay. Würfel einfach mal, dann schauen wir mal, wie gut die gelingt. 8 Sternchen, ja, also. Sie sieht schon sehr, sehr tierhaft aus. Nicht so kulturschaffend, wie sie eigentlich sind, sondern eher den Sagen und Legenden entsprungen. Ja, genau. Also so wollte ich das ja auch machen. Mhm. Gut. Ja, während ihr wartet, euch erholt und innerlich so ein bisschen mit dem Jahr abschließt, auch zurückdenkt, was so passiert ist, wie viel schlecht das euch gebracht hat und wie wenig Gutes, könnt ihr dann nochmal so ein bisschen in euch gehen und versuchen dann auch das nächste Jahr nach den 5 Tagen dann hoffentlich irgendwie zu begrüßen, vielleicht so ein bisschen was wie Hoffnung zusammenzukratzen, immerhin hat es mit Ohren schon funktioniert. Jetzt müsste man natürlich nochmal den Rest irgendwie aufhalten. Da ist noch so viel zu tun, so viel zu erledigen, so viele Baustellen, die auf euch warten. Am 30. Raja wird dann ganz traditionell ein Ochse geschlachtet und gebratet, direkt vor dem Tempel, vor dem ihr dann noch die letzten paar Tage verbracht habt. Das Fleisch soll natürlich den Armen der Stadt dann dargebracht werden, die dann für die namenlosen Tage auch gestärkt werden, wenn sie dann gar nichts zu essen haben. Hier an dieser Stelle sollen sie dann davon kosten. Und der zum Himmel ziehende Rauch soll dann die Sünden von Romulus mit sich tragen. Wenn es dann Sünden gibt, man hofft einfach, diese dann zu vertreiben. Ja, ein besonders großes Tier, was dann von Ukurian, von Rabenmund gespendet wird. Nicht sehr mager, sondern sehr, sehr stark. Ein richtiger Zuchtbulle. Parthien ja auch dann das Land der Rinder. Zumindest ehemals irgendwie gewesen. Müsste man mal schauen, wie es da weitergeht. Aber die Travia-Tempel sind dann auch mit der Schlachtung beauftragt. Und so gibt es dann hier am letzten Tage ein kleines Fest und sicherlich auch noch die ein oder anderen Gebete, bevor es dann weitergeht.